Wahrscheinlichkeit auch nicht sein einziger bleiben. Emre Can, Guerrero. Bellingham am Flügel. Gutes Zuspiel. Brandt! Brandt! Julian Brandt mit der Chance und das Tor! Fünfte Minute! Der Klassiker ist eröffnet! Das war die Idee! Genau das war die Idee! Der Freistoß ausgeführt. Bayern kriegen keinen Druck auf den Ball. Der Schiedsrichterball war es vielmehr. Und Brandt macht das exzellent gegen Davies, der da so ein bisschen überfordert scheint, Lothar. Ja, er ist zu spät nach hinten gerückt und deswegen konnte Julian Brandt den Ball kontrollieren. Kobel zögert, Lewandowski ist schon da, Müller hört ihn, Lewandowski, Ausgleich! Was für ein Fußballspiel, 9. Minute Einsatz. Und da, Lothar, sieht man vielleicht doch den Unterschied zwischen Kobel und Neuer. Ja, richtig, er zögert, wenn er hingeht mit seinen 1,95 Urgewalt, würde ich auch schon fast sagen, wie Erling Haaland, dann wird Thomas Müller wahrscheinlich nicht an den Kopfball herangekommen. Hier zuckt er. Oder hätte Hummels nicht verwickelt. Und dann war es natürlich von Thomas Müller ganz wichtig, dass er Hummels aus dem Spiel nimmt und der Ball fällt Lewandowski vor die Beine. Und sowas lässt sich der Ballon d'Or-Gewinner für mich nicht entgehen. Ja, Davies, Lewandowski, Guerrero, bisschen Flipper, Coman, abgefälscht, Tor! Die Bayern führen, 44. Minute. Eins zu zwei. Aus Dortmunder Sicht komplett unnötig. Tolisso mit dem Zuspiel. Dann Davies. Und dann ist eigentlich alles vorbei. Dann ist durcheinander. Und dann ist er noch abgefälscht von Reus und wird dann, ja, ist dann auch für Guerrero, der auf der Linie steht, nicht zu kriegen. Aber das müssen sie vorher klarer klären. Guerrero schießt Hummels ab. Und dann wird Akanji. An allen vorbei. Upamecano macht es nochmal scharf. Kein Handspiel. Für die Urgewalt zuständig. Aber er hat auch ganz viel Gefühl. 48. Minute. Es ging über die Meunier-Seite und dann macht Upamecano den Fehler. Weil wir es vorhin von individuellen Schnitzern hatten und der passt ganz genau. Erling Haaland mit Gefühl, Ausrufezeichen. Mit großem Gefühl, nicht mit Urkraft, sondern mit Gefühl. Toller Ball ins lange Eck, unhaltbar für Manuel Neuer, aber auch hier ein Abwehrfehler von. Sei es drum. Lewandowski gegen Kobel. Lewandowski ein sicherer Schütze vom Punkt. Heute auch. Heute auch. Die Bayern führen. Und Kobel war dran. Und in dem Moment weiß Haaland, ein paar Minuten wird er noch müssen wollen. Es wird weiterhin stark diskutiert an der Seitenlinie. Rose wurde gerade weggezogen von seinem Trainerassistenten. Er kann sich gar nicht beeinkriegen da unten, aber ich verstehe seinen Ärger, weil
bei Reus war auch vorher oben am Oberkörper ein Kontakt da, ein kleiner Stoß. Da ist nichts kontrolliert worden.